Nun gut, Bits und So kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Jamf Now. Ihr habt möglicherweise einen kleinen Zoo von Geräten und möchtet den verwalten. Apple-Geräte. Funktioniert für iPhone, für iPad und für den Mac. Und damit lassen sich diese Geräte in einer Mobile-Device-Management-Lösung verwalten. Hier durch die Wolke von Jamf durch. 3 Geräte dauerhaft gratis, jedes weitere $2 pro Gerät pro Monat. Ihr könnt damit Geräte einrichten, ihr könnt sie managen und ihr könnt sie absichern. Ihr könnt sie fernlöschen, ihr könnt sie orten, ihr könnt Policies einstellen, was dürfen eure Mitarbeiter, was dürfen sie nicht. Wie sind unsere VPN-Schlüssel und WLAN-Passwörter und diese ganze Sicherheitseinstellungen, welche Apps dürfen installiert werden, welche nicht, welche Browser-Einstellungen sind voreingestellt, Proxy, Pipapo, kannst du alles dort reinschieben. Und dann hält sich dieses Gerät da dran. Du kannst es aus der Ferne orten, ohne dass die Firma jetzt die Apple-ID des Mitarbeiters wissen müsste. Man kann sehen, man kann Policies vergeben, was dürfen die Leute auf den Geräten machen. Und man muss die Geräte dafür nicht wieder zurück ins Büro holen, sondern das wird über die Wolke dort reingepusht. Was mega viel Sinn macht. Ja, und das ist, man kann sich mal auf dem Mac das Apple Configuration Utility anschauen und dort sehen, welche Möglichkeiten es gibt, dort einzustellen. Das sind relativ viele. Man kann also 1000 Einstellungen, so du kannst irgendwie deinen Firmennamen auf den Lockscreen draufschreiben. Wenn das Gerät gefunden wird, dann kannst du der Finder irgendwie zurückgeben. Und solche Sachen sind dort möglich. Du kannst zum Beispiel auch mit so einem Profil kannst du den Setup-Assistenten abkürzen. Okay. Du kannst sagen, ja, ich will jetzt nicht iCloud-Foto-Nachfrage und ich will nicht Location-Services-Nachfrage, sondern einfach neues Gerät, 3 Klicks, du bist drin. Und dann ist der User irgendwie angemeldet. Der kommt ins Firmen-VPN und gut ist. Mhm. Solche Sachen kannst du machen. Du kannst Apps vorinstallieren, du kannst deine eigenen B2B-Apps dort installieren. Solche Dinge gehen dort. Du kannst kostenlose Apps aus dem App Store vorinstallieren. Das heißt, wenn das Gerät in das MDM reinkommt, holt sich erstmal alle Apps gratis aus dem App Store raus und dann geht das. So. Ihr geht auf jamf.com/bits, jamf.com/bits. Dort gibt es 3 Geräte dauerhaft kostenlos und jedes weitere nur $2 pro Device pro Monat. Und wir bedanken uns recht herzlich bei Jamf für die Unterstützung. So, gut.